Ich weiß gar nicht so recht, wie ich euch das sagen soll, Leute, aber es kann sein, dass einer der größten Spiele-Publisher der Welt neuerdings nach meiner Pfeife tanzt. Anfang 2021 habe ich ein Video gemacht, in dem ich mir von Ubisoft ein Star Wars Spiel gewünscht habe. Also bitte, Ubisoft, mach das! Mit Halunken, mit Blastern, mit Open World, mit Raumschlachten und ohne irgendwelches Lichtschwert rumgefuchtel. Und jetzt haben die das einfach gemacht. Sie haben es sogar genauso genannt, wie ich mein Star Wars Spiel in dem Video von vor 2 Jahren. Gut, deren Star Wars Outlaws ist jetzt nicht 1:1 das, was ich in meinem Video beschrieben habe, vermutlich weil sie wussten, dass sie mir sonst Millionen zahlen müssten für diese genialen Ideen. Es gibt also in offiziellen Star Wars Outlaws keine Mandalorianer und man kann sich keinen eigenen Charakter erstellen. Denn im neuen Open-World-Action-Spiel von Ubisoft Massive und Lucasfilm Games schlüpft ihr zur Zeit des galaktischen Bürgerkriegs zwischen den Episoden 5 und 6 in die Haut der Junghalunkin Kay Vass. Auf die von Hambali Gonzalez gespielte Diebin ist zu Beginn des Spiels aus bisher nicht ganz geklärten Gründen ein astronomisches Kopfgeld ausgesetzt und um ihre Rübe da aus der Schlinge zu ziehen, gibt's nur einen Ausweg: das größte Ding in der Geschichte des Outer Rim drehen und mit der Beute das Kopfgeld zahlen. Begleitet wird sie dabei vom quirligen Alien Nix, einem sogenannten Mirqual, dessen fiepsige Laute Dee Bradley Baker spricht, den Fans als die Stimme der Klonsoldaten aus Clone Wars und Bad Batch kennen. Komplettiert wird das Trio von ND5, einem bemantelten BX-Kommando-Druiden, der Kay und Nix nicht nur mit Rat und Tat zur Seite steht, sondern sich auch selbst die Finger schmutzig macht. Im Verlauf der Story-Kampagne besucht ihr zahlreiche neue und altbekannte Star Wars-Planeten, von denen jeder eine eigene Open-World-Spielwelt bieten soll. Bisher sind schon Klassiker wie Tatooine, das aus Star Wars Aftermath bekannte Akiva, das frostige Kijimi aus Rise of Skywalker und der Casino-Planet Canto Bright aus The Last Jedi zu sehen gewesen. Eine erste Beispielmission zeigt Massive aber vom neu fürs Spiel erdachten Outer Rim-Planeten Toshara im Toshal-System. Hier sollen Kay und Nix im Auftrag von Dunker das Pike-Syndikat beklauen. Und anfangs läuft hier auch alles nach Plan, denn die Diebin schleicht sich heimlich durch den Bandenhangar, schaltet Feinde per Takedown aus oder nutzt die Fähigkeiten von Nix, um Gegner abzulenken und so ungesehen an der Meute vorbeizukommen. Nice one. Hang on tight, little buddy. Kay ist allerdings alles andere als wehrlos, denn neben Schleichen wird in Outlaws auch aus der Third-Person-Perspektive geballert. Das Cover-Shooter-Gameplay erinnert dabei natürlich an Massive's The Division, aufsteigende Zahlenwerte und Lebensbalken gibt's dabei aber ebenso wenig wie Munition, denn bei eurer Blasterpistole müsst ihr nur darauf achten, sie durch Dauerfeuer nicht zu überhitzen. Kay trägt außerdem nicht dutzende Knarren gleichzeitig mit sich rum, kann aber über sogenannte Module verschiedene Feuermodi verwenden. Den Schutzschild dieses Schurken hier überlastet sie einfach mit dem Fokusfeuer und kann ihn danach mit einem Nahkampfangriff schlafen legen. Laut Massive soll Kay im Verlauf der Kampagne immer wieder neue Module finden, zum Beispiel auch einen Betäubungsschuss oder den Schnellfeuermodus. Und wenn Kay mitten im Kampf eine neue Knarre braucht, macht nix. Nee, also das macht ihr Begleiter, nix, denn das quirlige kleine Alien sammelt Waffen erledigter Feinde ein und gibt ihr hier mit dem A300 Blastergewehr deutlich mehr Feuerkraft. Wenn aber selbst das nicht reicht, bleibt Kay in der Open-World-Spielwelt immer noch die Flucht. So springt sie hier mit dem Greifhaken einfach aus dem Obergeschoss und landet bei ihrem Minigeschoss, also dem Speederbike, das vom Design stark an die Space Mopeds der Mods Gang aus der Boba Fett Serie erinnert. Das dürft ihr im Verlauf des Spiels übrigens weiter aufmotzen, um mit Sprungschanzen an zuvor unerreichbare Orte zu gelangen. In der anschließenden Verfolgungsjagd mit den Swoop-Bikes des Pike-Syndikats zeigt sich dann aber, dass die Gefahr hier nicht von Kays Bike, sondern ihr selbst ausgeht. Die Heldin hat sich von Splinter Cell-Haudegen Sam Fisher nämlich das Mark-and-Execute-Manöver abgeguckt, bei dem sie erst in Zeitlupe mehrere Ziele markiert und denen danach gleichzeitig zeigt, wieso es antiquierte Waffen und Religionen nicht mit einer guten Laserkanone aufnehmen können. Wenig überraschend ist das Pike-Syndikat jetzt nach Diebstahl, Sachbeschädigung und Massenmord nicht sonderlich gut auf Kay zu sprechen.
denn für die erfolgreiche Mission büßt sie jetzt Ruf bei den Pikes ein. Dafür dürfte der Fraktion von Kays Auftraggeberin Danka das Ganze ziemlich gut gefallen und diese Dynamik zwischen Kay und den verschiedenen Gangster-Fraktionen soll einen wichtigen Teil des Spiels ausmachen. In Jauntless Hope angekommen, kommt es dann aber doch anders als gedacht. Denn als Kay Danka das Diebesgut abliefert, verpfeift Deasy direkt an eine korrupte Offizierin des Imperiums. Und weil Kay sich hier im Dialog entscheidet, sie nicht zu schmieren, haben wir jetzt die imperialen Streitkräfte am Hacken. Ja, Danka für nix. Dieses Video wird euch präsentiert von Manscaped, eurem Partner für Männerhygiene. Damit ihr im Sommer eine gute Figur macht, bietet euch Manscaped im Juni das neue Performance Package 4.0. Das Highlight ist der wasserdichte Lawnmower 4.0 Trimmer mit innovativer Keramikklinge. Der Motor schafft 7000 Umdrehungen in der Minute und die SkinSafe-Technologie beugt dabei Verletzungen vor. Dazu kommt noch ein Spotlight, mit dem ihr alles immer gut im Blick habt. Zusätzlich bekommt ihr im Paket noch die Crop Preserver Intim Deo Lotion sowie das Nagelpflegeset The Shears 2.0. Als Bonus liegt Manscaped noch Boxershorts und den Kulturbeutel The Shed dazu. Mit dem Performance Package 4.0 seid ihr also für die Herausforderungen des Sommers gewappnet. Mit dem Code GAMESTAR bekommt ihr bei der Bestellung 20% Rabatt sowie kostenlosen Versand. Aber gut, so kann ich euch wenigstens das Fahndungssystem zeigen. Wie in GTA zeigt das Imperium-Symbol am oberen linken Bildrand nämlich an, dass Kay jetzt bald Besuch bekommt. Also nichts wie weg hier, denn wie bereits gesagt, spielt Outlaws ja nicht nur auf einem, sondern auf mehreren Planeten. Dazwischen reist Kay mit ihrem treuen EML-850-Frachter Trailblazer. Dort an Bord ist für einen Sekundenbruchteil auch eine Crafting-Station zu sehen. Irgendwas werdet ihr dort also wohl basteln dürfen, aber hey, ist halt auch ein Ubisoft-Spiel. Für Kay, Nix und ND5 gibt's jetzt ohnehin Dringenderes, denn im Cockpit hebt ihr mit dem Schiff ab und seht dann nach einer kurzen Start-Cutscene, wie die Trailblazer in Richtung Weltraum ballert und dort bereits von einer Staffel TIE-Jäger empfangen wird. Am Steuer könnt ihr nicht nur die Laser, sondern auch zielsuchende Raketen verwenden, einen Boost einsetzen und über Reparaturpacks Schäden am Rumpf flicken. Der nimmt aber erst Schaden, wenn die automatisch wieder aufladenden Schilde zu viel abbekommen haben. Kay könnte jetzt vermutlich auch bleiben und den Weltraumschrottplatz hier um weitere TIE-Exponate bereichern, entschließt sich dann aber doch für einen Sprung in den Hyperraum. Interessant ist, dass das eine kurze Aufladephase benötigt. Ihr müsst Verfolger also zumindest für ein paar Sekunden abschütteln, um in ein anderes System fliehen zu können. Massive erklärt, dass man euch die größtmögliche Freiheit lassen will, wie ihr Kays Reise gestaltet. Ihr sollt also stets selbst entscheiden können, auf welchen Planeten ihr euch als Weltraumschurkin verdingen wollt. Noch ist aber nicht klar, wie lang und umfangreich dieses Abenteuer wird. Im GameStar-Interview mit meinem Kollegen Peter erklärt Massive allerdings, dass man mit Outlaws kein gigantisches Live-Service-Game, sondern ein AAA-Singleplayer-Abenteuer mit überschaubarer Spielzeit bekommt. Unserer Einschätzung nach sollte das 40 Stunden also nicht überschreiten. Vom 1000-Planeten-Irrsinn eines Starfield ist Outlaws also Lichtjahre entfernt. Zudem stellt Outlaws auch keine kompletten Planeten, sondern immer nur handgebaute, zusammenhängende Areale darauf dar. Erscheinen soll das auf der Snowdrop-Engine basierende Star Wars Outlaws übrigens schon 2024, und zwar für PC, Xbox Series und PlayStation 5. So, weil das mit Outlaws so hervorragend geklappt hat, schreibe ich jetzt einfach mal ein Video für ein neues Splinter Cell. Das werden meine Freunde von Ubisoft dann in genau 2 Jahren offiziell ankündigen. Hier habt ihr es zuerst gehört. Bis zum nächsten Mal. Weiterspielen.